hier. Welcome back. Welcome back. Liebe Leute, Hogwarts Legacy. Zweite Teil. Wir sind jetzt gerade angekommen. Bei dem Willkommensfest oder wie auch immer. Und haben hier diesen Hut aufgesetzt bekommen. Und jetzt müssen wir uns eine Gilde oder wie heißt das? Ein Haus, genau, ein Haus aussuchen. Haus Gryffindor, bekannt für Tapferkeit, Mut und Ehre. Hufflepuff, Haus Hufflepuff, bekannt für Geduld, Treue und Fleiß. Haus Ravenclaw, bekannt für Intelligenz, Kreativ und Scharfsinn. Bekannt für Gerissenheit, Ehrgeiz und Streben nach Macht. Ravenclaw oder wir machen Slytherin. Ich spüre einen wachsenden Ehrgeiz, ein Streben nach Macht. Ja, wir wollen Macht. Mächterisch. Du gehörst nach Slytherin. Und eine Sache noch. Aufgrund der unglücklichen Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch-Saison für dieses Jahr abgesagt. Ruhe. Was? Fliegen allgemein ist ja nicht verboten. Aber bringen Sie mich nicht dazu. Sie sollen sich auf Ihre akademische Zukunft konzentrieren. Und haben vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun. Kann man kein Quidditch spielen. Ich sagte, dass Sie vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun haben. Was für ein Auftritt. Schön, Sie kennenzulernen. Ich... Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich, Sir. Aha. Wie ich sagen wollte, ich bin Professor Weasley. Sehr erfreut. Ganz meinerseits, Professor. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Hier entlang. Da bin ich jetzt auch mal gespannt auf unseren Gemeinschaftsraum. Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte nicht einfach werden. Aber Sie sind sicher bereit dafür. Ich kann recht einfallsreich sein. Das dachte ich mir. Das ist der Eingang zum Slytherin-Gemeinschaftsraum. Um einzutreten, müssen Sie nur das richtige Passwort sagen. Aspiration. Nun denn. Aspiration. Aha. Nun, gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen ist ein großer Tag für Sie. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Gern geschehen. Genießen Sie Ihre erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. Oh, wie nice einfach. So schön. Niemand da. Ich sollte zum Gemeinschaftsraum. Oh, wir gucken uns erstmal hier oben, was hier alles so gibt. Protego. Wir müssen uns zum Gemeinschaftsraum begeben. Ich sollte mich vielleicht mal vorstellen. Revelio.
Kann man da machen? Kekse nehmen, oder was? Das hilft gar nicht. Kann ich dir helfen? Ah, du bist neu in der fünften. Ich bin Sebastian Sallow. Willkommen bei Slytherin. Vielen Dank. Nicht jeder wird vom Ministerium zur Schule gebracht. Das war ein Freund von Professor Fig, der zufällig dabei war. Trotzdem, beeindruckend. Wirklich übel, der Arme. Schön, dass es dir und Fig gut geht. Professor Fig und ich haben nur mit Glück überlebt. Scheint so. Und wie seid ihr entkommen? Wenn ich ehrlich bin, geschah alles viel zu schnell. Ich wollte nicht aufdringlich sein. Erhol dich erstmal. Wir können später reden. Welches Buch liest du da? Ein Zauberbuch. Da stehen zwar interessante Dinge drin, aber nicht das, wonach ich eigentlich suche. Bestimmt findest du es bald selbst heraus. Aber in unseren Büchern stehen nicht alle Zauber, die man benötigt. Meinst du, manche Zaubersprüche werden nicht in Hogwarts gelehrt? Welche? Ah, da habe ich wohl eine verwandte Seele getroffen. Aber darüber reden wir ein andermal. War schön, dich zu sehen. Der ist auch böse. Der kommt mir schon sehr böse vor. Also kann man das Spiel eigentlich 4-mal durchspielen mit 4 verschiedenen Häusern? Boah. Leute, wir haben was vor uns. Tu das nicht, dann verlierst du, glaub mir. Sieht schon schön aus. Dürfen nicht so durchrennen. Da ziehst du doch nicht hin, oder? König auf A9. Ich hab dich gewarnt. Schachmatt. War klar. Hätte auf mich hören sollen. Oh, ich weiß, wer du bist. Du bist der neue Slytherin, der gestern mit Professor... Konnten wir die Haarfarbe nicht ändern? Interessante Taktik für den ersten Tag. Die ganze Aufmerksamkeit von den Erstklässlern abzulenken. Wollt ihn blond machen. Ich bin übrigens Imelda. Schade, dass ich nicht bei Fig und dir war. Ich hätte den Drachen weglocken können. Auf dem Besen bin ich legendär. Naja. Wärst du nur da, wir haben es auch so geschafft. Vielleicht hätte Professor Figs Freund mit deiner Hilfe überlebt. Ganz genau. Vielleicht zeige ich dir mal das eine oder andere übers Fliegen. Von mir kannst du mehr lernen als von Kogawa. Apropos, ich würde vor dem Unterricht... Man kann auch böse und so reden, gell? Beeinflusst das dann einen? Hast du während der Schule viel Zeit zum Fliegen? Ich nehme sie mir. Es gibt nichts Besseres, als durch die Türme des Schlosses und über das Quidditch-Feld zu fliegen, um den Kopf... Ich will auffliegen! Bist du ein Fan von Zauberschach? Du wusstest, dass der Junge verlieren würde. Nicht wirklich. Das ist mir viel zu gemächlich. Außerdem ist es einfach nicht so anspruchsvoll. Die Züge sind immer so offensichtlich. Warum sieht das sonst niemand? Was für ein Dialekt? Wie redet die auf einmal? Auf bald. Wiedersehen, Imelda. Hat mich gefreut. Hat mich gefreut. Beides, Mädel, Mädel. Ich glaube, ich hab was gehört. Nixon interessieren sich wohl kaum für uns. Ah, dem Gemurmel nach, als du in den Gemeinschaftsraum kamst, bist du wohl der neue Fünftklässler. Ich bin Ominous. Ominous Gaunt. Hat mich gefreut, Ominous. Deine Ankunft war gewiss denkwürdig. Guck da hin! Was? Was hat der Ankunft gewiss denkwürdig? Nee. Tja, ich wollte gleich damit anfangen, mir einen Namen zu machen. Du bist ganz klar im richtigen Haus. Lass mich wissen, ob ich dir in deinen ersten Tagen hier helfen kann. Doch es wird wohl kaum nötig sein. Dachtest du, dass du nach... Meinte dieser Schüler eben, dass er eine Nixe gehört hat? Ja, aber ich habe noch nie von einer Nixe vor dem Gemeinschaftsraumfenster gehört. Es macht aber Spaß mitzuspielen. Einige Erstklässler halten bekanntlich stundenlang Ausschau.
Hast du erwartet, dass du nach Slytherin kommst? Auf jeden Fall. Meine Familie väterlicherseits stammt direkt von Salazar Slytherin ab. Salazar. Junge, du hast mir Namen von Dings Hogwarts gegeben, Alter. Ein Reinblutfanatiker. Sind wir verwandt jetzt mit dem, Alter? Von einem ähnlichen Schlag. Danke, Ominous. Hat mich sehr gefreut. Das Vergnügen war ganz meinerseits. Bis dann. Perfekt. Ist der Slytherin Neuzugang auf der 5. Klasse hier? Professor Weasley wartet bei der Treppe auf dich. Boah, wie der rennt. Drei Stufen, ja. Guten Morgen. Sind Sie bereit für Ihren ersten Tag in Hogwarts? Ich habe lange von diesem Tag geträumt. Nicht zu fassen, dass ich hier bin. Nun, das sind Sie. Machen Sie das Beste daraus. Man hat nur einen ersten Tag in Hogwarts. In Anbetracht Ihrer besonderen Situation als Neuzugang in der 5. Klasse müssen Sie einigen Stoff aufholen, um nicht zurückzubleiben. Vor allem, da von Ihnen erwartet wird, am Ende des Jahres Ihre ZAGs abzuschließen. ZAGs? Ja, Zauberer allgemeinen Grades. Diese Prüfungen entscheiden über Ihre beruflichen Möglichkeiten. Nach diversen Diskussionen mit dem Schulleiter und der Abteilung für magische Ausbildung des Ministeriums haben wir etwas Außergewöhnliches hervorgebracht, um Ihren Erfolg sicherzustellen. Bitte sehr. Was ist das? Das ist ein Zaubererhandbuch. Darin können Sie Erlerntes festhalten, um alles, was von Fünftklässlern erwartet wird, zu meistern. Sie sollten umfassend von dieser außergewöhnlich wertvollen Ressource Gebrauch machen. Danke, Professor. Aber was meinten Sie mit nachvollziehen, was ich gelernt habe? Vielleicht erhalten Sie Ihre Antworten, wenn Sie es in Aktion sehen. Folgen Sie mir und wir stellen es auf die Probe. Hier lang. Damals als Schülerin hätte ich aber noch nicht öffnen. So etwas wie dieses Handbuch gehabt. Das Handbuch wird auch Ihre Aufmerksamkeit für die Umgebung schulen. Mit dem Handbuch können Sie Ihre Magie üben und sich genauer über die Zauberkunde informieren. Kommen Sie! Das ist jetzt so vibriert, warum das? Ist dann da was? Sagen Sie doch mal Revelio auf diese Statue. Schon wieder vibriert. Was das Handbuch darüber weiß. Okay. Revelio. Revelio. Die Statue stellt die Kalpie da ein, in Irland und Großbritannien beheimaten Wasserdämon, der unterschiedliche Gestalten annehmen kann. Okay. Wir haben was, eine Herausforderung. Handbuch kann man öffnen. Ui, yo, ui, yo. Ja, okay. Sie hat auch was vibriert an der Treppe. Raffiniert, nicht? Halten Sie die Augen nach weiteren Gelegenheiten offen. Im Schloss und auch außerhalb. Revelio. Revelio. Die rote Truhe können wir doch nicht nehmen. Ah,
Die perfekte Gelegenheit, Ihnen Flohflammen zu erklären, so reißt es sich etwas schneller. Ihr Handbuch enthält eine Karte des Schlosses. Öffnen Sie sie und suchen Sie die Haupthalle. Da die große Halle. Kann ich gar nichts. Ja, aber ich kann nicht da drunter. Jetzt. Was müssen wir jetzt machen? Jetzt kann ich hier was aussuchen. Ja. Haupthalle. Ja. Ja. Gar nicht so einfach, gar nicht so einfach. Erster Tag in Hogwarts. Erster Tag in Hogwarts. Da kriegen wir eine ziemliche Zeitersparnis. Diese Treppe führt direkt zur Haupthalle. Von der Haupthalle aus gelangen Sie schnell an fast jeden Ort im Schloss. Das reicht erst einmal. Sie haben heute noch Unterricht in Zauberkunst und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und ich möchte, dass Sie schnellstmöglich Hogsmeade aufsuchen, um zu kaufen, was Sie auf dem Weg verloren haben. Sie erwähnten Hogsmeade, Professor. Hogsmeade ist das einzige Zaubererdorf in Großbritannien mit zahlreichen Geschäften und Kneipen. In Hogsmeade werden Sie mit Sicherheit alle Schulsachen finden, die Sie benötigen. Und bestimmt werden Sie dort auch viel Butterbier mit Ihren Freunden genießen. Danke, Professor Weasley. Das ist viel für den ersten Tag. Und Sie werden noch sehr viel mehr lernen müssen. Netterweise haben Ihre Professoren zugestimmt, Ihnen außerschulische Aufgaben zu geben. Sie werden rasch aufholen. So versiert, wie Sie Revelio eingesetzt haben, dürfte Professor Figge Ihnen zumindest die Grundlagen beigebracht haben. Das hat er, Professor. Er hat nur sehr wenig über die Ereignisse vor Ihrer Ankunft erzählt. Vor allem, was diesen schrecklichen Drachenangriff angeht. Ich vermute, es geht bei der Sache um mehr als die Suche nach Besitztümern und eine ausgedehnte Reise zum Schloss. Sage, das ist nicht der Fall. Es tut mir leid, Professor, aber ich fürchte, das ist alles. Professor Figge hat fast dasselbe gesagt. Wenn man vom Teufel spricht, Professor Figge. Ihnen müssen wohl die Ohren klingen. Oh. Ja. Ja, Sie scheinen unserem Neuling eine solide Grundlage in einfacher Zauberei vermittelt zu haben. Oh, ich fürchte, das ist nicht allein mein Verdienst. Unser Neuzugang hat eine seltene Begabung für Magie, wie es scheint. Nun, ich bin froh, dass Sie beide heil angekommen sind. Es gibt sehr gute Boote und Kutschen nach Hogwarts, aber Sie kreuzen lieber den Weg eines Drachen. Ich würde nicht sagen, dass ich den Weg des Drachen wählte. Vielmehr scheint es leider, dass er uns wählte. Nun gut, genug geplaudert. Ich muss selbst zum Unterricht. Kann ich darauf zählen, dass Sie die Karte im Handbuch erklären, Professor? Natürlich. Danke. Natürlich. Viel Glück heute. Und denken Sie an Ihr Handbuch. Es ist von unschätzbarem Wert für Sie. Ebenso für mich übrigens, denn ich kann damit Ihre Fortschritte beobachten. Ja, Professor. Kommen Sie doch heute nach dem Unterricht in mein Klassenzimmer.
Dann werde ich Ihnen mehr über die... Ich dachte, das ist ganz schön viel für den ersten Tag. Jetzt soll ich voll die Sache machen. Sehen wir, ob wir sie zum Einkaufen nicht nach Hogsmeade bekommen. Jetzt gehe ich erstmal in den Unterricht, oder was? Rebellion. Wie kann... Ich hab's doch schon 10-mal getroffen, oder? Ich will nicht die ganze Zeit reden, nur. Schön, Sie zu sehen, Professor. Gleichfalls. Ich hatte gehofft, dass sich unsere Wege kreuzen, bevor Sie sich Ihren Studien widmen. Sind Sie da etwa Professor Weasleys Verhör bezüglich unserer verspäteten Ankunft ausgewichen? Ich wollte sie nicht anlügen. Ja, in der Tat, Sir. Aber ich bin mir aber sicher, dass sie ahnt, dass wir ihr nicht die ganze Wahrheit gesagt haben. Halt die Wahrheit gesagt haben. Professor Weasley ist eine geniale und, kluge Hexe. Gut, dass sie die Einzelheiten zunächst für sich behalten haben. Professor Fig. Nicht wohin uns Professor Fig. Womöglich erfordert er etwas mehr Flexibilität. Ihres Zeitplans, als ihr lieb ist. Und sie könnte sich verpflichtet fühlen, dem Schulleiter Details mitzuteilen, die unter uns bleiben sollten. Verstanden, Professor. Gut. Verstanden, Professor. Nun, so kompetent Sie auch sind, denke ich, Ihre Fähigkeit macht eine gute Ausbildung, unerlässlich. Glücklicherweise haben Sie ein ausgezeichnetes Gefolge von... Was redest du so viel? Das Ihnen zur Hand geht. Aber hab ich schon gelernt. Apropos Hand... Und bevor Professor Weasley mich wieder auf Ihre so charmante Art maßregelt... Warum zeige ich Ihnen nicht den cleveren Zauber, den wir dem Handbuch beigefügt haben? Falten Sie die Karte auf. Welche Karte? Neuer Auftrag. Karte öffnen. Weyo! Unterrichtsstunde Verteidigung gegen die dunklen Künste. Okay, Unterricht, Zauberkunst. Wir machen natürlich Unterricht, Verteidigung gegen die dunklen Künste. Levioso oder Accio? Levesio. Levioso. Auftrag verfolgen. Die Karte ist verzaubert und weist Ihnen den Weg. Stabil, das wird sicher weiterhelfen. Danke. Sie haben einen langen Tag vor sich mit Unterricht und einem Ausflug nach Hogsmeade zur Beschaffung von Vorräten und eines Zauberstabs. Sie werden Mr. Ollivander mögen. Er versteht sein Handwerk und... Mal sehen, was Sie bekommen lernen. Ich melde mich, wenn ich mehr über unser geheimnisvolles Medaillon weiß. Konzentrieren Sie sich derweil auf den Unterricht. Denn von der Magie, die Sie in diesen Wänden lernen, hängt womöglich mehr ab als nur Ihre ZAGs. ZAGs. Alles klar, Bro. Auftrag abgeschlossen. Willkommen in Hogwarts. Motherfucker. Okay, ich folge dem Plan. Aha. Was auch immer das bedeuten soll. Wow. Was gibt's denn so Schönes hier? Ah, das ist da drinne. Wir gehen erstmal in den Unterricht. So, Feuer machen oder was? Protego! Lumos. Rebellion. So, geht hier hoch. Wollen wir nichts verpassen.
Jawohl. Ist das alles? Professor Hackett! Seien Sie so gut und jagen Sie einander in Ihrer Freizeit in die Luft. Neue Schüler kommen jedes Jahr. Doch ich habe nur einen schwarzen Hebridenschädel. Er stammt von der großen Wilderer-Razzia 1878, von der Sie sicher gehört haben. Und falls Sie sich fragen, wie eine alte Frau wie ich im Alleingang den größten Wildererring in Ostwales ausschalten und sich nun damit brüsten kann, pures Wissen. Für die Weisen bedeutet Alter kaum etwas. Heute besprechen wir einen Zauber, der mich schon öfter vor dem Tod durch schwarze Magier bewahrt hat. Oh je, die Batterie des Controllers ist beinahe leer. Levioso. Levioso? Ein Schwebezauber? Levioso! Ein überraschter Gegner ist ein schwacher Gegner. Wollen Sie sich schützen, Poet? Nein? Was ich als Unsägliche gelernt habe, ist der Vorteil der Schlichtheit. Gerade im Eifer des Gefechts. Nun, üben wir, was wir gelernt haben. Fangen wir mal klein an. Es geht ab. Levioso. Levioso. Hast du was Gutes gelernt? Ich lerne jetzt Schwebezauber. Nun, probieren wir etwas Größeres. Okay. Korrekt. Wie viel? Ich habe erstmal gelernt, jetzt müssen wir wahrscheinlich nur irgendwas drücken. Das sehen wir jetzt gleich. Lernen wir aber echt. Ja, lernen wir einfach. War so wie eine 5. War wie eine 5. Beginnen wir mit dem Basiszauber. Was muss ich drücken? Ah, da, RT. Sehen Sie, wie die Puppe den Zauber abwehrt? Ja. Wirken Sie diesmal zuerst Levioso und dann den Basiszauber. Alles klar, was da? Denken Sie daran. Ein Überruf? Ein schwacher okay. Gegner, wie es Mr. Poole. Du springst gelb Schimmel mit Kontrollzauber mit dem. Kann man in Duellen üben. Sie beide fangen an. Duellanten in Position. Zeit für deine Hogwarts-Begrüßung. Also, ich will ein faires Duell. Nur mit Levioso, Basiszauber und Protego. Beginnen Sie. Junge, hör doch mal. Das wird ein Kinderspiel. Protego! Hast es bemerkt? Danke. Das ist doch nicht dein erstes Duell. Sagen wir einfach, ich lerne schnell. Levioso! Wie ist die Aussicht? Ein schönes Duell war sich zu schätzen. Gerasiert. Nicht schlecht für den Anfang. So, Bruder. Aus, wie du einsteckst. Ich bin noch der King, Merlin Salazar. Sie haben meine Herausforderung gemeistert. Punkte fürs Slytherin. Danke, Professor Hackett. Ich freue mich über diese Übungsmöglichkeit. Wenn Ihre heutige Leistung auf mehr schließen lässt, können wir Großes von Ihnen erwarten. Ich verlange von meinen Schülerinnen und Schülern Spitzenleistungen. Sie sind dazu fähig und müssen sie auch erbringen. Ein Duell im Klassenzimmer ist eine Sache, aber ein Kampf gegen schwarze Magier oder was immer gegen Kobolde ist ein Zaubermal. Verstanden, Professor. Gut. Sie sollten wann immer Sie können. Dann ist das klar. Dann machen wir so Switch. Cello ja ein paar Anregungen. Wie gesagt, gut gemacht heute. Ich werde mich bald ein Duell gehabt, erste. Ja, Mann, gewonnen.
Den rasiert den Schüler. Das war genug Aufregung für heute. Wir machen jetzt Schluss. Gute Arbeit. Das hat Spaß gemacht. Ein Duell für die Geschichtsbücher. Ja, kann sein. Ja. Nochmal. Auf jeden Fall eine Schreibpflanze. Übung? Ja, das war wie ein Duell gegen einen Experten. Dafür, dass du neu bist, bist du aber geschickt mit dem Zauberstab. Aber vielleicht war das ja nicht dein erstes Duell. I got the magic stick. Doch, normal, so also auf Dings tun vielleicht so. Vielleicht habe ich ja ein Händchen dafür. Tu nur so, aber mich täuschst du nicht. Magie erfordert Willen und Talent. Weißt du, du wärst perfekt für eine bestimmte, nicht genehmigte Duellorganisation geeignet. MMA. UFC. Klingt verdächtig. Exklusiv und ungenehmigt? Ich bin dabei. Ausgezeichnet. Ich hatte also recht. Wenn du deine Zeit in Hogwarts voll ausnutzen willst, musst du ab und an auch mal die Regeln brechen. Das stimmt aber. Ob du einem geheimen Duellclub beitrittst oder in die verbotene Abteilung der Bibliothek schleichst, man muss nur schlau genug sein, sich nicht erwischen zu lassen. Danke, Sebastian. Ich werde es mir merken. Gut, war schön mit dir zu sprechen. Wir sehen uns sicher bald. Vielleicht an einem nicht. Ich muss jetzt einen anderen Kurs bitte, die es auch gehen, Alter. Ich habe heute viele Plays, Stunden. Suche beim Eingang. Muss viele Stunden lernen, danach geht's auch zum Einkaufen. Wenn du ja, dann noch Butterbier trinken wollte ich mit den Kollegen. Ah, viel zu tun, Alter, viel zu tun. So, ich muss leider erstmal ins Menü. Weil ich kenne mich jetzt schon aus. Dahin wollen wir. So, Bro. Revelio. So, wir müssen jetzt die Stufe hier hoch. Guck, Revelio, diese fliegendes RT bedrückt halt ein B. Ja? Ja. Yeah. Sie sind jetzt dran. Mit Part 2 zum was lernen. Ich glaube, du machst jetzt diese Akio-Zauber, dieses Komm-her-Zauber. Naja. Der Unterricht beginnt irgendwo hier. Im Raum E4. Tschö! Raum E4. Reveal. Oh, schön. Oh, da war Geister. Hier ist so eine Wand. Porträt. Ich muss da hoch irgendwo. Kommt mal da hoch. Oh, wir sind das erste Mal draußen. In Hogwarts. Und dann? Ah ja. Schnell zu meinem Unterricht. Wir sind schon vorbei. Nein. Ich kann sich ja gar nicht vorstellen, wie um. Frauen. Okay, ich hab noch gar keine Ahnung. Oh, hier hat irgendwas. Leuchtet immer. Grafikfehler. Was kann man da machen? Da braucht man diesen Zauber oder was? Was, hä? Welche Zauber braucht man da? Müssen wir hier rein? Noch höher. Wir müssen noch hoch. Ja, noch höher. Professor Ronan redet gerne viel. Hier! Hinter dir! Hier ist noch ein Platz frei. Dankeschön. Hallo, ich bin Nati.
Du bist also neu in Hogwarts. Kennst du deinen Professor Ronan schon? Beginnen wir? Willkommen im fünften Jahr des Faches Zauberkunst. Dieses Jahr ist für Ihre Ausbildung in der Zauberkunst äußerst wichtig. Aber ich denke, wir werden es mit gebührender Einsatzbereitschaft und Sorgfalt angehen. Gut, öffnen Sie nun bitte alle die Bücher auf Seite 517. Aber bevor wir beginnen, kann mir hier jemand den Unterschied zwischen den Beschwörungen des Farbwechsels und Wachstumszauber nennen? Niemand? Das ist cool. Niemand? Hm? Ich fürchte, fürs Lernen ist es jetzt zu spät.